Guten Morgen, Night City! Das Ergebnis der gestrigen Leichenlotterie, eine solide 30. 10 davon aus Haywood. Geht doch nichts über Gangkriege. Dazu ein toter Polizist. Also seid ihr alle sowas von im Arsch. Sowas nimmt das NCPD persönlich. Während in Santo Domingo erneut Stromausfall herrscht, Netrunner zerballern mal wieder wie üblich das Stromnetz. In Westbrook kratzt Traumateam unterdessen die Überreste von Cyberpsycho-Opfern vom Asphalt. Und in Pacifica! Naja, Pacifica ist eben Pacifica. So viel erst einmal von mir, eurem Stan. Genießt euren Tag in der Stadt der Träume! Ja, klingt das schon mal schön. Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück zu einem neuen Let's Play, und zwar Cyberpunk 2077. Oh, wir hacken. Nein, wir stimmen nicht zu. Es ist CD Red Project, wir unterstützen. So, aber als erstes mache ich erstmal Music, Audio. Sounds. Ups. War bei mir einfach nur richtig laut, aber ich mache trotzdem ein bisschen leiser. Ups, das ist zu wenig. Soundeffekte, wir machen mal generell. So. Und dann fangen wir auch gleich ein neues Spiel an. Einfach. Die perfekte Option für Spieler, die sich entspannen wollen. Normal. Gegner stehen alle Mittel zur Verfügung. Okay. Kämpfe, also schwer. Kämpfe stellen eine ernsthafte Herausforderung dar. Was? Ach, Kämpfe stellen. Ah. Der wirksame Einsatz von Vorteilen, Cyberware, Kampfgadgets und anderen Verbrauchsgütern ist zum Überleben unbedingt notwendig. Ich hoffe, man kann es später ändern. Ich nehme erstmal normal. Ich kenne die Welt nicht. Grüße mal zurück. Die Musik ist einfach zu laut. Ihr hört mich, glaube ich, gar nicht. Ich nehme erstmal normal. Ich hoffe, man kann es später umstellen. Ich kenne die Welt nicht dazu, aber vielleicht erzähle ich da mehr von später. So, wir gehören kein Konzern. Ich mag Konzernwelten nicht. Street Kids sind wir auch nicht. Hier, wir sind Nomads. Sieht aus wie ein Golf. Alter, GT. So Nomade. Man hat hier drei Startpunkte unterschiedliche, ne? Als Konzern fängst du wahrscheinlich in der Stadt an oder in der Konzernwelt. Na gut, hier fängst du im Ghetto in der Stadt an und hier sind wir irgendwie außerhalb. Und nicht wundern, meine kleine Prinzessin wird gerade gewickelt von Mathilde und die Prinzessin schmeißt immer alles runter, was es gibt. So, Nomade. Du bist durch die Badlands gezogen, hast Schrottplätze und Treibstoffdepots geplündert. Das Leben außerhalb der Stadt ist kein einfaches, aber es hat auch Vorteile. Ein Nomaden-Clan anzugehören. Ehrlichkeit, Vertrauen, Freiheitsliebe, Werte, die man in den Night City selten findet und die niemand kaufen kann. Dann machen wir doch Konzern. Aus der Konzernwelt kommen nur wenige lebend wieder heraus. Und doch... Ach nee, komm, wir sind Nomaden. So... Ich fühle mich manchmal sehr weiblich, ich bin aber doch eher so ein Kerl. Ich hoffe, ich sehe nicht so hübsch aus wie der hier. Ach, der Schlüpper geht ja gar nicht. Ich will einen anderen Schlüpper haben. So. Was ist das? Oh ne, der sieht ja richtig scheiße aus. Ich meine, ich sehe schon scheiße aus, aber so scheiße, das sind random scheiße Leute. Mann, oh Mann, sehen die alle scheiße aus. Also im Rollenspiel spiele ich immer Zwerge. Rote Haare,
Zack. Hiro. Kannst du nie was falsch machen. In der Cyberwelt weiß ich nicht, was man da so spielt. Auf jeden Fall spielen wir keinen Jüngling. Kann man hier irgendwie... Ich bin wie. Ich bin wie. Okay, wir sind maskulin. Feminin finde ich nicht so gut. Die Stimme zumindest. Hautfarbe. Wir kommen aus den Badlands und es ist da sehr hell und wir mögen das nicht. Es ist sehr grün gerade gewesen. Weil hier so käseweiß. Ich liebe käseweiß. Hauttyp. Nee. Kellerbräune, schreibt Mathilde. Genau. Wobei, wir kommen aus dem Badlands. Da müssen wir so ein bisschen sonnengebrannt, aber dann passt das mit der Kellerbräune, wenn ich hier nicht. Nee, dann machen wir den hier Frisur. Oh Gott. Oh Gott. Also, na klar, es gibt Leute, die sowas mögen, aber meins ist es nicht. Das sieht ja aus wie Thilo Jung von der Frisur hier. Ja, das sieht doch schon eher die Richtung aus. Das sieht auch cool aus. Das passt zu Badlands. Das sieht eher zu normal aus. Ach komm, hier, Iro passt immer. Iro passt immer. Iro ist super. Augen. Keine Ahnung, ich habe Augen. Ah komm, nimm mal den. So, Augenfarbe. Nimm mal irgendwas Punkiges. Man hier so rot. Oh, rot ist schön. Passt zu den Haaren. Nimm wir. Augenbrauen. Oh, die färben wir uns auch. Komm her. Augenbrauen, Augenbrauen. Wir haben keine Augenbrauen. Oh ja. Das ist hardcore. Nase. Ich hätte gerne eine schiefe Nase. Oh, ist auch schön. Schöner Zinken. In den Badlands geht es um Überleben und nicht um hübsch auszusehen. Komm, ich nehme diese Plattnase. Mund, da guckt da eh keine Sau drauf. Ohren, Bart. Bart ist immer sehr wichtig. Bart ist sehr wichtig. Ja, so ein Rauschebart. Ist ja bald Weihnachten. Bartfarbe muss natürlich der... Oh, sieht natürlich... Das sieht natürlich fetzig aus. Ja, wir haben rote Haare. Es muss ja ein Rotton sein. Sonst komme ich damit nicht klar. Ja, das sieht cool aus. Das ist, das sieht so aus, als ob man braune oder schwarze Haare hat und es wächst quasi hinaus. Quasi, das gefällt mir. Cyberware. Wir nehmen erstmal keine Cyberware. Ich habe mich mit dieser Spielwelt noch nicht auseinandergesetzt. Aber auch nur, um mich überhaupt nicht zu spoilern. Aber dazu kann ich vielleicht später noch was sagen. Wo ich kann es ja jetzt schon mal sagen. Ich hatte vor Jahren einen Desktop-Hintergrund. Und den fand ich halt cool. Das war halt so eine Cyberpunk-Welt. Ein Polizist will quasi eine Frau erschießen, die quasi irgendwie ein Cyborg ist oder so und irgendwie 5 Leute gekillt hat. Und das hatte ich halt als Desktop-Hintergrund jahrelang. Und unten stand halt Cyberpunk 2077. Ich dachte, das wäre der Name des Künstlers. Haha, falsch gedacht. Irgendwann gab es dann groß die Info, als Witcher halt da war, dass das nächste Spiel Cyberpunk 2077 ist. Und der Heinrich so, what? Das kennst du doch irgendwoher. Guck auf den Desktop und da ist das Bild. Zack, Cyberpunk 2077. Es ist einfach nicht nur ein scheiß Bild von irgendeinem Künstler. Nein, es ist ein Wallpaper von halt ein Game, was ich vorher nicht kannte. Aber es halt jahrelang halt auf meinem Desktop hatte, mit runter. Die Namen sehen scheiße aus. Hier, nimm mal das. So. Und darum dachte ich mir damals schon, also Witcher hat mir super gefallen, Teil 3, und da dachte ich mir, das nächste Spiel von CD Red Project wird einfach ein Pflichtkauf. Punkt. Und dann wollte ich mich auch überhaupt nicht spoilern lassen. Oh. Sowas finde ich immer cool. Sowas hätte ich gerne bei jedem Menschen. Weißt du, so ein... Ich komme gerade nicht auf den Namen. Barcode, danke Mathilde. Jetzt geh raus mit dem Kind, das Kind darf das hier nicht sehen. Das ist ab 18 oder so das Spiel. Ja, das Kind darf das nicht sehen. Obwohl Mathilde gerade gesagt hat, das Kind hat nicht hingeguckt. Nee, so ein Barcode auf jeder Stirn. Weißt du, bist du auf einem Date? Quasi. Kennst diese Frau halt, keine Ahnung, von Tinder oder so. Und dann kannst du mit deinem Handy so am Barcode so zack. Und dann kannst du wirklich so eine richtige Quelle quasi über die Person. Lebenslauf, was die Person so macht, Gehalt. Wäre doch ganz praktisch, oder? Geschlechtskrankheiten.
Ich würde es praktisch finden. Zähne. Oh ja, gibt's faulige Zähne? Also, ich bin ein bisschen enttäuscht. Also, er sieht gut aus. Das will ich nicht sagen, aber es ist alles, ja klar, es ist alles kunterbunt, aber ich will abgefragte Leute spielen. Die sehen alle zu gut aus hier. Ich hätte gerne keine Zähne. Oder nur zwei Zähne. In echt habe ich mehr, aber er kommt aus den Badlands. Das ist gefährlich. Kaum Nahrung. Schönheitsfehler. Oh ja, komm mal her. Jetzt keine. Ach hier. Da kriegt er einen Punkt da unten. Was für ein Schönheitsfehler. Oh, ist er da. Oh, er hat zwei. Wow. Cool. Können wir den noch eklig machen? Ich glaube, schwarz ist auch nicht gesund. Fingernägel, kurz. Oh, wir können... Oh, wir haben lange Fingernägel, voll ungepflegt. Zu den Fingernägeln könnte ich auch sagen, ich hasse Fingernägel, wenn sie länger sind. Das kriege ich ein zu viel mit der Tastatur. Ach, Fingernägel mache ich nicht. Brustwarzen an, aus? Ah! Der Mann hat keine Brustwarzen. Wie sieht das denn aus? Sieht aus wie Ken. Mensch. Ken von Barbie. Mensch. Tattooskörper. Oh. So, Tattoos sind nicht cool. Sind Frauen ultra sexy mit Tattoos. So. Ach komm, das sieht einfach so aus, wie ich mir vorstelle. Namen, Körper. Ah. Ah, sehe ich nicht durch die Tattoos. Also von den Narben, ich bin nicht blind, ich sehe die nicht. Wo sind die denn? Er hat dicke Wade, Alter, da wir Venen, die sind eklig, die sind gut. Ah, da war eine. Musste richtig suchen. Ja, komm, mach mal aus. Sind eh keine Fetten dabei. Und hier einfach so Knast-Tattoos oder so. Genitalien. Yo, der Typ hat eine Vagina, das ist ja cool. Achso, ein Penis hat er auch, okay. Penis 2, es gibt nur zwei Formen von Penis. Ah, einmal. Achso, nur gut. Aber dass man den Typen auch eine Vagina geben kann. Ah, hier wie bei Conan. Penisgröße. Aber da gab es bei Conan mehr. Da konnte man echt bis zum Knie machen, so gefühlt. Ja, hier wir nehmen so einen Standardpimmel. Schamhaar. Oh, kann man die Schamhaare färben? Ultra geil. Ich mache ein Herz. Ich finde das cool. Schamhaarfarbe machen wir rot. Passt zu unserem Bart. Sorry, ey. Ich glaube, das Video geht die ganze Zeit nur durch Charaktererstellung. Ja, finde ich cool. Ich will auch eine Schambehaarung sehen. Zeig mir deine Schambehaarung. Ja, also die Schönheitsfehler Narben hätten für meinen Geschmack mehr sein können, aber mit Genitalien und Schambehaarung haben sie mich wieder. Schön. Ah, scheiße. Jetzt hätte man sich vorher wahrscheinlich mit informieren sollen, ne? In der Welt, ich weiß. Ungefähr ist es... war es Shadow One? So ein Rollenspiel? Also es ist, das Spiel basiert ja quasi auf dem Rollenspiel. Ich habe jetzt nur den Namen von dem Rollenspiel vergessen. Fand ich Shadow One oder so. Egal. Ja, jedes Attribut umfasst mehrere Fähigkeiten. Was haben wir denn? Was haben wir denn hier? Was bringt uns das? Gesundheitspunkte, 3 Punkte Ausdauerschaden mit Fäusten, Nahkampf. Ah, nee, Nahkampf will ich nicht. Intelligenz, Speicherkapazität wird um 4% erhöht.
What? Schaden von Quick Hacks. Dauer von Quick Hacks. Cool. Reflexe. Ja, Reflexe können ja wieder. Kritische Trefferchance. Mantis Kling. Okay. Technische Fähigkeit. Diese technische Fähigkeit bestimmt dein technisches Können. Sie erlaubt dir, Türen aufzuschließen und Techwaffen einzusetzen. Okay. Was haben wir hier? Coolness. Kritischer Schaden. Warte mal ganz kurz. Warte doch mal ganz kurz. Ich will das lesen. Schaden Sturf-Modus. 10% erhöht. Also ich glaube, wir müssen quasi auch einen Nahkampf machen, wenn ich es so ver... Weil wir haben hier einfach zu wenig. Es sind nur 5 Bereiche. Ich hätte gern einen Hacker und Fetten. Stimmt, ich konnte mich gar nicht fett machen. Komm mal zurück. Körpergröße? Stimme maskulin. Bautyp, Frisur. Naja gut, in einer Zukunft, wo man sich alles perfekt machen kann. Nee, wir machen keine Cyberware. Wir sind ein Hacker ohne Cyberware. Weil wir das Abstoßen finden. Genau wie Piercings. Schade, ich hätte gern einen fetten... Also, ich bin ja leicht übergewichtig. Ist ja kein Geheimnis. Ich bin ja... Man hört es an der Stimme, ich bin nicht schlank. Schade. Jetzt habe ich auch bei GTA. Wenn du dich da viel bewegst, nimmt dein Körper ja ab. Ich glaube, das war bei GTA, war das. Und da hatte ich damals ja einen dickeren gespielt und der wurde ein bisschen schlanker im Spiel. Egal. Ich weiß, wir kommen irgendwie hier davon ab. Komm, unser Typ soll irgendwie intelligent sein. Wobei, diese Reflexe finde ich jetzt auch nicht uninteressant. Aber wir steigern Coolness. Die Reflexe, ich glaube, ich lasse Konstitution... Ach, es gibt Gesundheitspunkte. Scheiße, Gesundheit ist auch mal interessant. Und der Rest geht auf Coolness. Ach, das ist irgendwie scheiße aufgeteilt. Technische Fähigkeit hätte ich auch gerne. Mach mal das so. Kann ich da noch Minus machen? Ne, 3 ist, okay. Ich hoffe, das reicht hier, Reflexe und so, dass wir ganz cool von hinten einen töten können. Zusammenfassung. Biomonitor Konsole. Alias V. Oh, wir haben keinen Namen. Bestätigen Nomad. Jo, wissen wir ja. Wir sind cool. Wir haben ein Herz als Schambehaarung. Also wenn das nicht cool ist, dann weiß ich auch nicht. Okay. Late. Cyberpunk. Ich hoffe, es kommt noch ein Witcher-Teil raus. Und ich hoffe, Cyberpunk wird auch cool. Ich mag einfach den Konzern. Also die Firma CD Red Project. Leider habe ich von denen keine Aktien. Verdammt. Vor Witcher hätte man kaufen sollen. Ich habe es überlegt, aber nein. Ach, egal. Benutzer unbekannt. Abzeichen aufnehmen? Was für ein Aufnäher. Elektrische Kupplungseinheit. Du meintest, es wäre nichts Ernstes, als ich hier war. Du warst dir sicher. So, willkommen zu Cyberpunk 2077. Dein erster Besuch in Night City. Tschum! Verfolge die Tutorials aufmerksam, um mehr über die Grundlagen des Spiels zu erlernen. Wenn du bereits ein erfahrener... Was? Edge-Runner bist? Bin ich nicht. Kannst du die Anzeige der Tipps auch deaktivieren. Du kannst über die Datenbank jederzeit auf die Tutorials zugreifen. Mehr vielleicht später. Sprich mit dem Mechaniker. Vergehrt. Ein
Kannst ja zu einer anderen Werkstatt, wo keiner fragt, was ein Nomade allein an der Grenze macht. Hey. Dein Ding am Hals interessiert mich. Kann ich das mal untersuchen? Hast du ein Skalpell? Wenn du mich so doof anmachst, du Wichser? Ich hab nicht ewig Zeit. Mach ich auch. Geh zur Seite. Hast du einen Schimmer, was du tun musst? Ich umgehe die Kupplung und improvisiere einen Hitzdraht. Ja. Der Kompressor immer weiter. Gib einen Kolbenfresser. Hat irgendwer die Null gewählt? Power. Man muss sich auch ein bisschen umschauen, ne? Da sagt er auch nichts. Wir klauen einfach mal das Wasser. Focus. Irgendwie ist das umgesehen mit der Maus. Oh, guck mal hier. Der Vereinigungskrieg für Idioten. Lesen. Oh Gott. Das ist nicht kurz. Der Vereinigungskrieg ist der jüngste Konflikt in Nordamerika seit dem Kollaps. Er dauerte von Januar 2069 bis 2070. Obwohl der Vereinigungskrieg offiziell als Krieg zwischen den... Ach komm, wen interessiert's? Oder doch? New Union... Was? New USA? Und den... Da-da-da bezeichnet wird... Oh Gott, ganz viel Text. Komm, ich überspringe das mal. Habe ich nicht gesehen. Oh. Darf ich deinen Computer mal benutzen? Computer. Drei Nachrichten. Die haben gewonnen. Ja, sicher. Herzlichen Glückwunsch! Beste Grüße, Nutzer! Dank Ihrer dauerhaften Nutzung von Kinoshi-Produkten haben Sie automatisch an einer Verlosung teilgenommen und Sie wurden für den ersten Preis auserwählt. Ja, klar! Antworten Sie innerhalb von 10 Minuten drauf. Kann ich das machen für ihn? Warnung, Sie wurden angegriffen. Malware entdeckt. Ihr Computer wurde von drei Demons attackiert. Mega-Medikamente-Lotterie. Okay. Kaufen Sie zwei Tickets und erhalten Sie das dritte gratis. Dazu. Herzchen, Herzchen, Herzchen. Tausende von Preisen noch verfügbar. Medikamente. Reanimatoren. Termine für was? Primärbehandlungen. OP-Gutscheine. Blutscreenings. Impfstoffe gegen Cyber... Psychose und Ripper-Doc-Empfehlungen und unser Hauptpreis ein Trauma-Team Premium-Paket für ein Jahr. Nur solange der Vorrat reicht. Okay. Dateien, Lagerbestand. 4 Zündkerzen. Nicht viel. Oh, eine Ölwanne, Ölfilter, Benzinpumpe, Zündspule. Der hat nicht viel. Nett. Reiseführer. News. Samurai Web. Okay. Klingt so nach Polizei hier. Bürgermeister von Night City. Ich kenne diese Welt nicht. Ich schäme mich irgendwie dafür. Willkommen auf meiner Samurai-Webseite. Wenn du Bescheid weißt, komm rein. Wenn nicht, weißt du es nicht. Silverhand for life. Okay. Ganz schön viel Text. Cool. Texte schrecken mich ab. Ich weiß nicht, irgendwie erinnert es mich an so ein Golf 2 oder so. Vorne mit verlängerter... Vorne ein bisschen verändert. Sieht doch das... Breite Reifen, klar. Ein bisschen aufgepoppt, das Ding. So. Ah, egal. Danke für deine Hilfe, du Null. Wenn ich dich nochmal sehe, töte ich dich. Okay, mal sehen, was jetzt passiert. Ich hab's dir gesagt. Was will denn? Ich hau dich gleich.
Starte doch! Gar nicht mal übel. Fragt sich nur, wie lange das hält. Ja, bis zum nächsten Tag. Bis ich Night City erreiche. Da überlege ich mir was anderes. Logisch. Machbar, machbar. Langsam reißt mir der Geduldsfaden. Ich suche jemanden. Jackie Wells. Hast du ihn zufällig... Ich sag doch, machbar. Bestenfalls mittelmäßig. Keine richtige Reparatur. Hättest auch Spucke und Klebeband nehmen können. Es läuft. Mehr muss es nicht. Die Antenne an dem Schrotthaufen sieht nicht nach viel aus. Damit hört man kaum was. Was du nicht sagst. Cleveres Kerlchen. Hey Mike, wusstest du nicht, dass du Kundschaft hast? Die ist vor ein paar Stunden reingerollt. Ich dachte, er hätte dich angerufen. Überhaupt kein Problem, Mike. Wir klären das schon. Weißt du nicht, dass man dem Sheriff Bescheid sagt, wenn man in eine Stadt kommt? Nee. Erklärt, was man da zu suchen hat. Vielleicht bei einer Tasse Kaffee. Bin noch verdurchtet. Keine Sorge, ich bleib nicht lang. Das beantwortet nicht meine Frage, oder? Mein Name ist Andrew Jones. Hast sicher schon von mir gehört. Nicht, dass ich wüsste. Hab im letzten Krieg gedient. Spezialeinheit. Silber Shogun. Sagen dir die was? Nein, nie gehört. Machst dich wohl gerne unbeliebt, was? Ist das eine Nomadenkarre? Hätte ich mir denken können. Ich repariere sie und hau ab. Hab keinen Grund, hier zu bleiben. Verdammt richtig. Den hast du nicht. Nichts kotzt mich mehr an als ein abgewichster Streuner. Wo hat dein Clan sein Lager aufgeschlagen? Es gibt keinen Clan. Es gibt kein Lager. Ich bin alleine hier. Kaufe ich dir nicht ab. Euch Köter gibt's nur im Rudel. Meine Familie ist zerrüttet. Darum bin ich unterwegs nach Night City. Ein Ausgestoßener unter Ausgestoßenen. Hoffe, du haust eher früher als später wieder ab. Warum sind eine Texte in Blau und andere gelb, meine ich. Hat er gehört, der Ort ist besonders gastfreundlich. Schön zu sehen, dass das stimmt. Klar sind wir gastfreundlich. Zu Leuten, die wissen, wie man sich benimmt. Hab einen Funkturm von unterwegs gesehen. Meine Antenne ist im Eimer. Und ich muss wen kontaktieren. Nein, du musst ohne weiteres Gerede von hier verschwinden. Wir wollen nicht, dass du hier rumlungerst. Okay. Aha. Ich will keinen Ärger. Du hörst dich echt gerne reden, oder? Was ist? Du hörst dich echt gerne reden, oder? Was hast du gesagt, hä? Wiederhol das ruhig. Ich? Hab nichts gesagt. Mal eine Map? Ich habe den Drang, hier wieder herzukommen und den Typen zu erschießen. Okay, wir können einfach nur in die Stadt fahren und... Ich weiß nicht, wie groß das alles ist, aber... Oh, warte mal... Ich spiele gerade nebenbei noch für mich privat Mafia 3 und die Welt scheint größer zu sein. Aber vielleicht wirkt das auch so, mein Gott. Alles gut, Hauptsache macht Spaß. Aber dann brauche ich hier keinen Punkt setzen, wenn das der einzige Punkt ist, der außerhalb ist. Und wir irgendwann genug Geld und Sachen haben, kommen wir einfach mal wieder und töten diesen Typen. Oh, warte mal, wir müssen umdrehen. Oh!
So hört sich aber kein Golf an. Ach, schon wieder falsch. Komm, auf der Geländereifen hier. Alter, der... Dreh mal die Karre auch gleich wieder. Ich finde diese Einschusslöcher passen nicht an mein Fahrzeug. Funkturm. Computer, öffne die Tür. Okay. Und alles manuell machen, verdammt. Scheiß Zukunft. Geh zum Funkturm. Ja, ich gehe erstmal immer dahin, wo ich nicht hin soll. Oh, hier Dosen. Kann ich die haben? Nein. Komm ich hier rein? Verschlossen. Der hat mir gerade noch was in Rot angezeigt. Ah, schnell laufen geht auch. Verschlossen. Fehlgeschlagen. Fehlgeschlagen. Oh, Funktürmchen. Jetzt wollen wir jemanden anfunken. Unsere Mama. Mama, Mama, ich habe mein Schamhaar gefärbt. Seitdem ist mein Lümmelmann ein bisschen rot. Komm ich da hoch? Ah, einfach. Okay. Jetzt hacken wir mal ein bisschen, ne? Oh, schmeiß weg. Fällt hier eh nicht auf. Mit dem Funkgerät verbinden. Hallo? Bitte kommen! Bitte kommen! Ah, Frequenz steht endlich. Willie McCoy. Schön, deine Stimme zu hören. Wie? Ich wünschte, das könnte ich auch sagen. Warum nicht? Du hast den Clan verlassen. Ich kann dir nicht helfen. Seit wann bist du so vorsichtig? Ich nenne das loyal. Das System funktioniert nur, wenn alle sich an die Regeln halten. Das ist Nomadenrevier, also kriegen Nomaden die Jobs. Wäre kein Problem, wenn du noch bei den Backers wärst. Du hättest dich wie die anderen der Snake Nation anschließen sollen. Snake Nation kann mich mal. Okay, die haben wohl unseren Clan übernommen. Ich brauche deine Hilfe. Ein letztes Mal. Schon wieder ein letztes Mal? Ich muss den Klienten mit meiner Ladung finden, aber ich weiß nicht, wo er ist. Richtiger Ort, richtige Zeit. Du warst da. Mein Auto ist im Arsch, die elektrische Kupplung. Ist ein Wunder, dass ich hier bin. Vielleicht hat der Klient eine Nachricht hinterlassen. Kannst du mal checken? Gut, aber das ist das letzte Mal. Wirklich. Wie heißt der Klient? Jackie Wells. Oh, hat echt eine Nachricht hinterlassen. Er wartet auf einer Farm. Ich schicke dir die Standortdaten. Danke, Willy. Hast du was gut bei mir? Liegt die Richtung Stadt. In der Tat. Lass dich nicht umbringen. Und ruf nicht nochmal an. Aber bisher, muss ich sagen, gefällt mir das Spiel. Oh, hier liegt was. Hm? Kann ich das aufheben? Ich will das haben. Gib mir den Müll. Habe ich davon genug? Irgendeine Karte. Warum kriege ich die nicht aufgesammelt? Gib die her. Ich will die haben. Was immer das ist. Kriege ich nicht aufgesammelt. Bestimmt so ein scheiß Sammelobjekt, ne? Ah, fuck you, ey. Nachher muss ich das sammeln. Nachher zeigt er an. Oh, hier, auf der ganzen Map kannst du es haben. Musste sammeln, aber jetzt... Ach, egal. Komm, das... Scheißkarte.
Ich muss sagen, das sind nicht meine Temperaturen. Hier draußen. Zu hell, kein Internet. Bah. Kein Schatten. Was ist das? Eine Waffe? Und der Cursor ist hier. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ach, da oben ist noch ein Scheinwerfer. Da unten, da oben. Da oben ist bestimmt Nebelscheinwerfer oder so. So, Kamera wechseln. Ah, hier, so fahre ich überall gegen. Oh. Versuchen wir es. Oh. Der sieht cool aus. Sieht aus wie der Tesla-Wagen. Also in Ähnlichkeit zumindest. Oh! Wo kam der denn her? Jede illegale Aktivität wie Diebstähle oder das Angreifen von Zivilisten führt dazu, dass das NYCPD ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt wird. Aufsetzt. Was? Die Polizei wird eine Patrouille zum Tatort entsenden, wobei die ihre Reaktion proportional zum Kopfgeld ausfällt. Entferne dich von Tatort und halte dich für eine Weile. Ja, klar, machen wir. Hallo? Hab dich nicht... alles gut? Entschuldigung. Ja, klar, das ganze Dorf ist dann gegen mich, oder was? Der ist mir vor die Haube gesprungen. Das habt ihr gesehen, oder? Kann ich nichts dafür. Neues Gebiet. Hm, ich glaube, der Arm war vorher schon da. Oder man könnte... Vielleicht muss man ja die Karte entdecken. Das kann ja auch sein. Dass nicht alles auf der Karte ist. Nur das, was unser Charakter weiß. Oh, der bricht aber auch aus, der Wagen hier. Damit wir, falls wir schnell wieder wegkommen. Handbremse hat er auch was. Entschuldigung, wollte einparken. Oh, wir haben sogar Reifenspuren hinterlassen. Schön, 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 schön. Zittern ein bisschen, aber es kann noch an meinem schwachen Rechner liegen. Ich habe keine der aktuellsten Grafikkarten, nur eine 2070. Jetzt nicht so. Oh, ich liebe Rosteffekte. Der Müll wurde hier schon länger nicht abgeholt. Ich muss hier sesshaft werden. Hoffe, du bist meinetwegen hier. Kann ich hier nichts einsammeln? Was war das denn? Neuer Splitter, Geschichte der Gnomen. Okay, Nachricht lesen. Aber es ist bestimmt hier so eine ellenlange. Der Nomadenkodex. Erstens, schütze und respektiere deinen Clan, insbesondere deine Familie, das ist klar. Zweitens, du zählst nur so viel wie dein Wort. Drittens, teile deinen Clanschwestern und Brüdern. Ach, teile mit deinen. Ja, klar. Respektiere die Privatsphäre und das Wohl des Clans. Bringe deinen Clan niemals in Gefahr. Nimm immer ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Klingt ja halbwegs vernünftig. Der erste Nomadenkodex. Ach, es gibt ein Update. Der neue Nomadenkodex. Schütze deine Familie und deinen Clan. In dieser Reihenfolge. Bestiehl niemanden in deinem Clan. Behalte nichts für dich, das anderen in deinem Clan helfen können. Aha. Jetzt kommt ein ellenlanger Text. Es ist schwer, sich eine weniger wanderlustige Gruppe vorzustellen als Bauern, aber genau sie waren es.
die das Zeitalter der Nomaden einläuteten. Naturkatastrophen, Ernteausfälle durch Bioplagen, bewaffnete Konflikte und die Verengung des Kriegsrechts, das es Konzernen ermögliche, zu spekulieren und das Land zu privatisieren. All diese Faktoren zwangen diese Menschen zu einem Leben auf der Straße. Die ersten nomadischen Clans waren die Alde Kaldos und die Jodes, gefolgt von den Snake Nation, Taylor's Nation, Folk Nation, Blood Nation, Metacorp. Also insgesamt 7 Nations. Die nomadischen Nations sind in Stämme aufgeteilt, die sich noch weiter in Clans und Familien aufspalten. Eine Familie besteht aus 10 bis 100 Leuten, während die größten Nations bis zu 1 Million Mitglieder haben. Anfangs wurden die Nomaden als Anarchisten, Umstürzler betrachtet. Dahinter stand natürlich vor allem Konzerne, die bald merkten, dass sie diese Leute nicht unter Kontrolle hatten. Die große Ironie dahinter ist, dass wir den Wiederaufbau unserer Städte nach den Kriegen und Katastrophen des 21. Jahrhunderts allein den Nomaden zu verdanken haben. Denn die Familien treffen sich nicht, um Dinge zu zerstören, sondern aufzubauen. Die Nomaden, seht ihr, wir haben die richtigen gewählt. Das sind hier die, das Arbeitervolk, ne? Die Guten. Was gerne willst. Glaube ich zumindest. Bist du... Mein Name ist Jackie Wells. Wie? Du hast also Fracht, die transportiert werden muss? Wo ich herkomme, gibt man erst ein Stück von sich selbst preis, bevor man übers Geschäft redet. Eine Art Brauch. Oder nur gute Manieren. Das war bestimmt ein Aquarium. Das sah bestimmt cool aus. Diese Scheißkarten, was kann ich machen? Du hast also Prinzipien. Man braucht Rückgrat, Gabron. Das ist das Einzige, was einem nie jemand nehmen kann. Na dann, fang du zuerst an. Gebürtiger Ensia. Haywood fließt durch meine Adern. Ich war noch nie in Ensia. Das sagt mir nicht sonderlich viel. Stell dir einen Ort vor, wo jeder wie dein Bruder oder deine Schwester oder zumindest ein entfernter Cousin ist. Klingt einleuchtend. Man muss sich nicht mögen, aber man gehört zur Familie. So ist es in Haywood. Außerdem sind alle bewaffnet. Klingt nach einer netten Familie. Man könnte sagen, ich komme aus meinem eigenen Haywood. Wir zwei werden blendend miteinander klarkommen. Die Fracht. Was ist da drin? Je weniger du weißt, desto besser schläfst du nachts. Weiß es selbst nicht, und das ist gut so. Du weißt nicht, was wir schmuggeln? Das sind gestohlene Konzerngüter. Gestohlen? Ah, ein Depp hat sie verloren. Ein anderer gefunden und weitergegeben. Jetzt sind die hier. Du weißt schon, Schmetterlingseffekt oder so. Und niemand sucht nach dieser Kiste. Kein Problem, wenn jemand sucht. Solange wir sie über die Grenze kriegen, bevor er sie findet, oder? Laden wir sie ins Auto. A huevo. So, wieso... medizinische Schere. Wollen verkaufen. Warte mal, Junge. Hier lag doch noch was. Hatte schon gedacht, du kommst nicht. Ich wurde aufgehalten. Und du warst nicht gerade leicht zu finden. Wollte unbemerkt bleiben. Der Sheriff wirkt wie ein ziemlich miesgelaunter Hurensohn. Dei. Ja. Wo ist denn jetzt die Karte, in die er lag? Hier liegt auch noch was. Ich greife einfach mal alles ab. Na gut, dann eben nicht. Oh, Kakerlaken. Die verschwinden auch einfach so. Schub. Da komme ich und bin weg. Okay. Thank you.
Dann ist der Kofferraum bestimmt schon voll. Oh, passt die Kiste überhaupt rein? Verdammtes Schwergewicht. Glück gehabt. Also, wollen wir los? Klar. Oh, oh, warum bricht diese Scheiße aber so schnell aus? Das ist echt bestimmt für Pets kompliziert vom Transport. Konzipiert. Hat der Fixer dir keine Infos zum Job gegeben? Nope. Hat er. Wollte nur sicher gehen. Herr Machu, wir sind beide Profis, oder? Oh, falsch. Da biegen soll ich. Auf der richtigen Route. Ja, ich hab mich schon. Ja, alles gut. Sag mal, du hast doch schon mal was geschmuggelt, oder? Warum? Hast du Angst? Ich? Por favor. Naja, vielleicht ein bisschen. Cool. Oh! Hey, der Grenzübergang. Was machen wir jetzt? Nichts. Die scannen uns und checken unsere Papiere. Okay. Ich übernehme das Reden. Ja, bei sowas kann man immer nervös werden, bei Grenzübergängen. Was? Zollanmeldung, okay. Bitte den Wagen in den Inspektionsbereich fahren. Jawohl. Bitte im Fahrzeug bleiben. Die Sicherheitskontrolle beginnt gleich. Jawohl. Aber ein echt mieses Gefühl. Hauze. Dir ist klar, dass die merken, wenn du nervös bist? Du musst dich beruhigen. Ja, claro. Gib mir das Frachtverzeichnis. Das müssen sie angucken. Ja, nimm. Lass mal sehen. Ha, als verlustig abgestempelt. Perfekt. Was soll das heißen? Die Lieferung wurde schon dafür registriert, gleich hinter der Grenze verloren zu gehen. Oh, also wissen die, dass wir schmuggeln? Sie werden es gleich rausfinden. Der Besitzer des Fahrzeugs im Inspektionsbereich hat sich für weitere Fragen zu melden. Oh, chingada madre. Was jetzt? Entspann dich. Das gehört dazu. Alles Teil. Oh, ich hab noch Kaffee, scheiße. Okay, du weißt, was du tust. Mm. Schon klar. Wenn wir wollen, dass ein Zollbeamter nicht so genau hinguckt, müssen wir ihm was geben. Kein Hast Kaffee. Du den Credchip mit dem Bestechungsgeld dabei? Oh, ach ja, fast vergessen. Klar, vergessen, hm? Man kann es ja auch ohne versuchen, ne? Ich lass den Motor laufen, falls wir uns schnell verpissen müssen. Ja, gut, mach Idea. Das. Nur auf den Verkehr achten. Wenn Sie die Grenze überqueren, eröffnen wir das Feuer. Begeben Sie sich zur Befragung in das Büro. Alle Waffen müssen hier abgelegt werden. Habe ich eine dabei? Oh ja. Gefällt mir. Bitte in Zimmer 2 melden. Kriege ich einen Zettel dafür? Kriege ich einen Zettel für meine Waffe? Du kannst ja, wenn ich denn zurückkomme und ich will meine Waffe wieder haben, sagst du nö. Haben sie einen Zettel bekommen oder eine Stempelkarte Zimmer oder so? Zwei. Ja, ich gehe ja schon. Aha, The Republic of Texas. Okay, irgendwie ist das ganze System zusammengebrochen. Night City ist unten links. Ich kenne dich nicht. Ja, kein Problem. Ich möchte dich auch nicht kennen. Hackfresse. Was willst du? Alter, ich will mir die Karte angucken. Jetzt hole ich mir gleich die Pistole wieder und schieße in den Kopf, Mann. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich kenne dich nicht. Ja, du bist ganz schön aggro, Alter. Ja, ich geh weiter. Mann, oh Mann, regt die mich auf.
Setz dich. Das sieht echt gelangweilt aus, der Typ. Papiere. Oh. Hat der vor Augen? Hat er ein Problem? Ich kenne die Regeln. Es ist alles da. Könnte sein oder auch nicht. Werden wir sehen. Was transportiert ihr? Hier steht's. Alles. Das hier gehört noch zum Frachtverzeichnis dazu. Ah ja. Zu welchem Nomadenclan gehörst du nochmal? Ich gehöre zu keinem Clan. Ich arbeite allein. Mutig und ziemlich unklug. Immer wenn ich jemanden wie dich sehe, bin ich dankbar, nicht auf deiner Seite vom Tisch zu sein. Kann ich glatt erwidern. Geh schon. Dein Partner wartet im Wagen auf dich. Und vergiss nicht, deine Sachen mitzunehmen. Ah ja, meine Waffe. Oh, Werbespots. Waffen für die ganze Familie. Vor allem mit lustiger Musik da. Yeah. Pur Overkill. Spricht mich voll an. Biotechniker. We make the world irgendwas. Yo, 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 my two shroomers and boomers, Mr. Whitey here. Drop that milk, touch, tibble, and for a taste of sweet, 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 clean speed. Sweet, 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 clean speed. Ja, cool, machen unterschiedliche Werbespots. Ja, schlechte Implantate. We can help, ja, okay. Ah ja, Waffe. Hey Junge, Waffe. Ich krieg eine andere. Mit dem Spielzeug. Und willkommen in Night City. Kein Scheißer denken, Night City ist eine Art Schlaraffenland. Ah, was erwartest du? Jung und naiv. Du hast nur ein netteres Wort für dämlich ist. Hey! Ich mag den Kanal. Jung und naiv. Was ist da drin passiert? Sag ich dir gleich. Erst müssen wir hier weg. Ja, okay. Okay, dann let's go. Das ist Night City. Sagst du mir jetzt, was da drin passiert ist? Sagen wir mal, ich habe ein schlechtes Gefühl hierbei. Oh oh. Passiert dir das oft? Ja. Selten. Riecht das für dich nach Ärger? Fahr, Jackie. Fahr einfach. Da kommt jemand. Das sieht nicht gut für uns aus. Sofort das Fahrzeug anhalten! Nichts wie weg hier! Bin dabei! Ihr transportiert Schmuggelware, die Konzerneigentum ist. Ich wiederhole, sofort anhalten! Scheiße! So, Waffe ziehen, alt, Waffe wegstecken, zweimal alt. Mann, da bin ich ja doppelt alt.
auf jeden Fall kein guter Schütze. Wahrscheinlich Panzerreifen oder sowas. Oh, das war gut. Ach, scheiße. Gut, dass wir unendlich Munition haben. Scheiße, jetzt aber. Ah, gerade noch rechtzeitig. Scheiße, das war knapp. Haben Sie abgehängt? Das wird meine Nerven das aushalten. Fahr weiter. Hier können wir nicht bleiben. Der Ort wirkt verlassen. Wir halten hier an. Ich muss ein paar Sachen regeln, bevor wir weiter können. Na cool, gerade mal 5 Meter geschafft. Alter, kannst du nicht parken oder was? Wir hätten uns fast erwischt. Das nennst du Schmuggeln? Das nennst du einparken? Das sollte glatt laufen. Ohne Probleme. Beruhige dich. Manchmal passiert sowas halt. Aber sowas doch nicht. So ein Scheiß passiert halt. Die Grenzbeamten haben den Konzern gesteckt, dass wir ihre Fracht haben. Was fällt diesen Grenzpissern ein, uns zu ficken, wie es ihnen gefällt? Ohne irgendwelche Konsequenzen! Er hat was riskiert, hat geahnt, dass kein Clan hinter uns steht. Und er hatte recht. Ah, fuck, hätte ich doch mal was anderes sagen sollen, ne? Ridiculo. Und was jetzt? Wir sind über die Grenze. Jetzt bezahlst du mich und unsere Wege trennen sich. Oh, ich bin im Aschenbecher. Allerdings etwas abgebrannt. Kann dich also gar nicht bezahlen. Cool. Aber du kriegst deine Kohle, sobald ich für diesen Konzernscheiß hier bezahlt werde. Und du erwartest, dass ich geduldig darauf warte, ja? Yep. Ehrlich gesagt wollte ich dich gar nicht bezahlen. Hatte vor, abzuhauen, sobald wir über die Grenze sind. Aber du bist in Ordnung. Ich schätze die Ehrlichkeit. Danke. Und, was nun? Jetzt gucken wir mal rein. Sesam, öffne dich. Pass auf, Biowaffen. Scheiße. Da steht Arasaka auf der Kiste. Wir beklauen ganz fette Fische. Dann machen wir hoffentlich Fettkohle damit. No mames, ein echter Leguan. Kleiner Antillen-Leguan, glaube ich. Kleiner Anti-was? Ja, hab was im Fernsehen über sie gesehen. Sind vor 30 Jahren ausgestorben. Die kommen von den kleinen Antillen. Bist weit gereist, mein schuppiger Freund. Meinst du, du kannst den zu Geld machen? Klar, sollte uns zufriedenstellen. Uns? Ja, Partner, halbe, halbe. Jeder halbwegs vernünftige Fixer findet einen Bonzen, der an sowas interessiert ist. Eigentlich schade, wollte schon immer ein Haustier. Ich hätte ihn Manny genannt. Sag mal, hast du eigentlich schon Pläne, was du in Night City machen willst? Ich hab keine Pläne. Ich hab Zeit. Keine Pläne. Die letzten Jahre bin ich mit meinem Clan zwischen den Staaten hin und her gereist. Oh, die warten sicher schon auf dich, hm? Nein, wir haben uns entschlossen, getrennte Wege zu gehen. Muss hart sein, keinen zu haben, der auf einen wartet. Ich hab keine Freunde. Aber keine Sorge, ich helfe dir, eine Unterkunft zu finden. Cool. Musst dir irgendwo leben. Wichtig, Leute zu haben, auf die du zählen kannst.
Familie und so. Vielleicht findest du ja eine neue in Night City. Danke, das weiß ich zu schätzen. Komm schon, zwischen uns beiden stimmt die Chemie. Wäre ein Jammer, das zu verschwenden, Partner. Hey! Hey! Oh, verschmustes Mistvieh. Okay, Partner. Schaffen wir den Leguan weg von hier. Yeah. Wow, Faust. Hallo, Night City! Stanley hier und vor uns liegt ein neuer Tag in der Stadt der Träume. Ich liebe diese Stadt, liebe sie so, wie man eine Mutter lieben würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim ausgesetzt hat und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Jeden Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge, aber nur die Hälfte dieser Deppen überlebt das erste Jahr in einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach NC? Weil die Straßensamurais wie Morgan Blackhand und Wayland Boa Boa sein wollen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung, heißt es zumindest. Aber man kann nicht ewig ganz vorne dabei sein. Je schneller du lebst, desto schneller bist du am Ende. Wenn du nicht schon vorher eine Kugel abkriegst. Wisst ihr, wo man die meisten Night City-Legenden findet? Auf dem Friedhof. Glücklicherweise ist es egal, wo du schmeißt den Fight mit deiner Waffe und erschießt ihn dann. Es geht nur darum, welchen Weg du gehst. In Night City. Der Stadt der Träume. Jo. Die Tussi muss irgend... Und ich glaube, hier mache ich jetzt mal einen Break. Die Aufnahme geht schon lang genug. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich werde das gleich rendern und gleich hochladen. Mal gucken, wann es denn rauskommt. Ich versuche jetzt die nächsten Tage erstmal immer ein paar Cyberpunk-Videos zu machen, weil ich halt selber weiterspielen will. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da oder einen Kommentar. Ansonsten, die es noch nicht getan haben, ein Abo. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.